Die Insider, die spannendsten Journalisten des Landes diskutieren die Themen des Tages. Die Insider, kontroverse Positionen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Insider, nur auf OE24TV. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind bei unserem Insider. Es geht heute wieder rund, denn es geht um ein Thema, das die österreichische Bevölkerung sehr beschäftigt und auch die Gemüter zumindest, die von vielen sehr erhitzt. Es geht um die geplante Haushaltsabgabe vom ORF, die ja 2024 tatsächlich dann kommt, ob man will oder nicht. Und das ist eben auch das große Problem. Und diese zwei Herrschaften, mit denen ich mich heute unterhalten, die wollten etwas dagegen tun. Es geht um eine Sammelklage. Ich freue mich sehr, dass Sie beide hier sind. Ich beginne gleich links von mir. Grüß Gott. Der Anwalt Oliver Fellfernick, schön, dass Sie hier sind. Und Walter Schuster, Vertriebsdirektor LVA 24. Grüß Gott. Schönen guten Abend. Bleiben wir gleich bei Ihnen, Herr Schuster. Was macht Ihre Firma genau? Vielleicht erklärt für die Zuseher, denn wie kommen Sie dazu, dass Sie sagen, ja, Sie machen da mit und Sie unterstützen alle in dieser Sammelklage dagegen? Also begonnen hat alles 2015. Dazumals mit der Firmengründung der LVA 24 und damit verbunden der ersten Sammelklage, dazumals gegen Lebensversicherung. Und da haben wir tausenden Menschen zu ihrem Glück verholfen und dadurch entstand eine enge Beziehung zu diesen Menschen. Und gerade in den letzten Wochen haben wir immer mehr Anfragen bekommen von der Bevölkerung, dass sie mit dieser Haushaltsabgabe alles andere als glücklich sind. Dies führte dann dazu, dass wir intern mit Anwälten und Juristen natürlich in den Meetings auch dieses Thema aufgegriffen haben. Und siehe da, schon nach kürzester Zeit war es so, dass genau diese Juristen und Anwälte gemeint haben, da gibt es einige Unklarheiten, die es noch speziell zu beleuchten gibt. Und dies führte dann dazu, dass wir uns dann in der Geschäftsführung dazu entschlossen haben, dieses Thema aufzugreifen und auch dementsprechend in die Öffentlichkeit zu bringen. Und einer dieser Anwälte sitzt jetzt hier auch am Tisch in der Runde. Was sind denn die Ungereimtheiten genau, beziehungsweise was könnten Sie denn im besten Fall eigentlich erreichen mit dieser Klage? Im besten Fall können Sie erreichen, dass das jetzige ORF-Gesetz, das noch nicht beschlossen ist, ja, wieder aufgehoben wird vom Verfassungsgerichtshof. Das würde den Kunden des ORFs oder auch den österreichischen, jeden Österreicher, den Erfolg bringen, dass sie derzeit keine Gebühr bezahlen müssen. Das wäre so der Best Case. Tatsache ist jedoch, dass das Gesetz, das derzeit vorliegt, eine wesentliche Beeinträchtigung des Gleichheitsgrundsatzes beinhaltet. Der ORF ist in die Lage versetzt, jeden Österreicher, der in Österreich eine Meldung hat, eine Gebühr vorzuschreiben. Egal, ob er den ORF konsumiert, egal, ob er ein Internet hat, egal, ob er einen Fernseher hat. Also jeder zahlt, egal, ob er es braucht oder nicht. Das ist für mich eine gleichheitswidrige Vorgehensweise. Hier werden ungleiche Sachverhalte gleich behandelt und das ist der Aufhänger. Jetzt zahlt man auch nicht wirklich wenig. Es ist unterschiedlich, je nachdem, wie viel Glück man hat, in welchem Bundesland man lebt, muss man fast sagen, ob die Länderabgabe hinzukommt oder nicht. Aber das kann sich schon mal auf bis zu über 240 Euro belaufen, was natürlich in der heutigen Zeit auch nicht wenig ist. Kostenpunkt ein ganz großes Thema und wie Sie richtig angesprochen haben, wenn man auch gar nicht das konsumiert, wenn man vielleicht nicht mal einen Fernseher zu Hause hat, das ist jetzt allerdings alles nichtig. Das ist egal, auch Firmen zahlen jetzt. Wie sehen Sie das Ganze? Naja, in Zeiten wie diesen, wo die Bevölkerung sowieso durch Energiepreise, Lebensmittelpreise, ein Kostenwahnsinn, der tagtäglich auf den normalen Menschen einströmt, genau jetzt der ORF eine weitere Zwangsgebühr einführt, ist natürlich einerseits wirtschaftlich zu hinterfragen, juristisch zu hinterfragen, aber auch vielleicht moralisch massiv bedenklich. Mhm. Und es ist natürlich auch eine Frage, wie soll sich diese Gesellschaft überhaupt entwickeln? Die letzten Jahre, ich meine, ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus, Kammerzwänge, dann Impfzwänge, jetzt ORF-Haushaltsabgabezwang. Ist das wirklich die Richtung, wo wir hinwollen? Oder sollte man vielleicht einmal hinterfragen, dass man vielleicht die Leistungen, die zum Beispiel der ORF anbietet, einfach verbessert, sodass die fallenden Zuseherzahlen anderweitig verpflichtet werden, nämlich mit Leistung wieder den ORF zu konsumieren und nicht über Zahlungsverpflichtungen. Mhm. Herr Fellfernick, wie zeitgerecht empfinden Sie das Ganze? Das ist überhaupt nicht zeitgerecht. Das Problem bei der jetzigen ORF-Beitragsgebühr ist ja, dass sie sofort fällig wird für das gesamte Jahr. Das heißt, sie wird im Jänner oder wahrscheinlich im Jänner, Februar vorgeschrieben und ist zur Zahlung fällig.
Das erfolgt durch einen Zahlungsauftrag. Wenn man das nicht bezahlt, schickt uns die GIS, jetzt heißt sie anders, das Inkassobüro und treibt die Forderung ein. Das Gesetz sieht aber vor, und das ist für die Konsumenten vielleicht wichtig, für die Zuseher, dass ich die Möglichkeit habe, einen Bescheid zu verlangen. Das heißt, die GIS, die dann neue GIS, muss einen Bescheid ausstellen, der beim Bundesverwaltungsgerichtshof angefochten werden kann. Ich stelle mir das ganz lustig vor, wenn das 100.000 Österreicher machen. Ja? Weil dann wird einmal 100.000 Österreicher diese Gebühr nicht bezahlen. Also ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber sich da wirklich bis zum Ende alles überlegt hat. Mhm. Es sind natürlich ganz hohe Summen überhaupt, die da auch reinkommen, muss man auch tatsächlich sagen. Wettbewerbsmäßig schwierige Lage natürlich für Privatsender und Co. Was sehen Sie das Ganze und vor allem auch vielleicht, wie neutral kann man denn berichten, wenn das Ganze doch durch die Regierung eigentlich so gepusht wird, das Gesetz? Also Neutralität bzw. Objektivität in der Berichterstattung und ORF in einem Satz zu sagen, ist wahrscheinlich eine massive Themenverfehlung. Allein schon aufgrund der Situation, dass die Politik ja schwerpunktmäßig diesen Stiftungsrat besetzt, ist natürlich auch klar, dass man die Hand, die einem zu einem gewissen Grad füttert, kaum beißen wird. Und über die Qualität kann man natürlich immer unterschiedlicher Meinung sein. Dass eine Wettbewerbsverzerrung natürlich da ist, vor allem für Sie als unabhängiges Medienhaus oder darf auch Servus TV als Beispiel zitieren, es ist schon ein Unterschied, ob ich 700 Millionen Euro mehr habe zur Verfügung oder weniger. Und wo führt das hin? Führt es vielleicht darin hin, dass man irgendwann einmal nur mehr eine konzentrierte Wahrheit hat? Nur mehr eine Meinung hat, die dann zu einem gewissen Grad auch gerade wieder die Massen beeinflussen kann? Sind das nicht Zeiten, wo wir eigentlich schon mal waren und immer hinwollen? Ist eine Pluralität, Offenheit und Vielschichtigkeit eine unserer selbst auferlegten Stärken? Ich sehe das eher negativ. Ja. Sehen Sie da auch die Problematik dahinter? Nein, die Problematik, ob der ORF seinen öffentlich-rechtlichen Kernauftrag nachkommt, ist natürlich eine Wertungsfrage. Ne? Aber das sollte sich jeder Zuschauer für sich selbst ausmachen. Aber wenn ich den öffentlich-rechtlichen Kernauftrag des ORFs vor mir habe, wo es heißt, eine objektive Auswahl und Vermittlung von Informationen, objektiv. Eine Wiedergabe und Vermittlung von für die Allgemeinheit wesentlichen Kommentaren, Standpunkten und kritische Stellungnahmen unter angemessener Berücksichtigung der Vielfalt der im öffentlichen Leben vertretenen Meinung. Und was noch wichtig ist, man kennt ja diverse ORF-Formate mit Diskussionen, Moderationen, auch Kommentare und Moderationen sind unter der Wahrung des Grundsatzes der Objektivität zu erbringen. Ob das der ORF erbringt, muss jeder Zuseher für sich selbst entscheiden. Mhm. Früher hatte der Zuseher die Möglichkeit zu sagen, ich melde meinen Fernseher ab, ich will mir das nicht mehr antun. Heute hat er sie nicht mehr. Und Firmen eben, vielleicht erwähnen wir das auch noch. Ja, die Firmen sind besonders betroffen. Wie teuer wird das? Zufällig haben Sie da irgendein Beispiel? Naja, die Abgabe, der ORF-Beitrag ist abhängig von der Lohnsumme des Jahres. Ich habe jetzt die Staffelung nicht da, geht bis zu 50 ORF-Beiträge. Jede Firma, jede Niederlassung, jede Gemeinde ist beitragspflichtig. Und die Besonderheit in dem Gesetz ist noch, dass der Gesetzgeber der neuen GIS, alten GIS, wie auch immer, die Möglichkeit gibt, wenn sie begründete Zweifel oder einen begründeten Einzelfall haben, die Firma Kommunalsteuerprüfung unterziehen können. Das heißt, die haben die Möglichkeit, die Steuerbehörde zu beauftragen, schaut euch bitte das Unternehmen an, wir glauben die Lohnsumme nicht. Sie als Unternehmer auch? Gibt schönere Nachrichten wahrscheinlich, schönere oder? Schönere Nachrichten, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir vom ORF zu diesem Thema eingeladen werden. Aber ja, natürlich ist das im Sinne von einerseits, ja, Transparenz wird immer hochgeschrien, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es gibt schon auch Unternehmer, die wirklich kämpfen, jeden Tag kämpfen und genug Arbeitsplätze schaffen und sichern. Und die immer mehr zu drangsalieren mit einer Pflichtabgabe für ein Fernsehprogramm, das nicht einmal konsumiert wird von vielen. Das ist einfach nicht zeitgemäß. Mhm. Wir müssen auch dazu sagen, wir machen viele Meinungsumfragen. Und die Meinungen sind aber dennoch sehr vielschichtig, auch auf den Straßen. Also viele haben auch mir als Reporterin schon gesagt, doch, ich finde das gut. Es muss irgendwie, ich sage mal, ein Medium geben, das mehr oder weniger immer sicher dasteht, ja, so gesehen. Und das tut es halt durch diese strenge Abgabe. Was sagen Sie, wenn Sie das hören, dass so viele denken, dass Sie das auch nachempfinden? Oder sagen Sie,
na, das geht zu weit von Ihrer Meinung einfach weg. Ich habe bereits vorher erwähnt, dass es gut ist, dass es viele Meinungen gibt. Ja. Ich halte halt nichts von Zwängen. Und ich denke fest und glaube fest daran, dass wir Medienhäuser brauchen, die möglichst nahe der Wahrheit verpflichtet sind. Ob das jetzt zwingend mit einer verpflichtenden Geldzahlung von Leuten abhängig ist, die wirklich andere Sorgen haben momentan, achte ich doch eher für hinterfragenswert. Was die andere Gruppe wieder sagt, ist, wofür zahlen wir das eigentlich? Unabhängig davon, ob wir schauen oder nicht. Wenn man sich das Programm anschaut, Herr Schuster, Sie haben gesagt, Sie würden da auch gerne was dazu sagen. Naja, ich habe einen typischen ORF1-Tag genommen, nämlich den Freitag. Und ich habe mir das einmal angeschaut, durch das ich offen gesagt selbst den ORF nicht konsumiere. Zweimal Soko Kitzbühel, zweimal Malcolm mittendrin, zweimal Modern Family und jetzt als Höhepunkt, viermal die Gilmore Girls. Das, was ich jetzt gesagt habe, passiert genau in 4,5 Stunden. Es mag nun vielleicht den einen oder anderen Serienjunkie geben, der das unmittelbar braucht. Das ist auch in Ordnung. Aber mit einem Bildungsauftrag geht das wahrscheinlich nicht einher. Fakt ist, es wird sich natürlich durch diese Förderung auch noch mal einiges tun. Das heißt, man wird das ja auch noch aufstocken. Es wird die Seite komplett neu gestaltet. Ja, viel mehr Bilder jetzt als nur Text unter anderem. Was natürlich auch dieses Konkurrenzproblem vielleicht wieder herstellt. Für alle, die es vielleicht nicht so haben, wie sehen Sie das? Einerseits, es wird revolutioniert, ja, das muss man sagen. Aber eben Wettbewerbsfähigkeit dadurch natürlich schwer. Also die EU-Kommission hat bereits im Jahr 2009 das Programmentgelt, damals hieß es noch Programmentgelt des ORF, einer Prüfung unterzogen. Und ist damals bereits zum Ergebnis gekommen, dass der ORF Kosten verrechnet oder sich Kosten antut oder sich gönnt, wie auch immer, und Ausgaben gönnt, die ein durchschnittlich gut geführtes Unternehmen in ähnlicher Situation nicht hat bzw. sich nicht gönnt. Das wurde damals, muss man der Wahrheit Genüge tun, auch von Bundesgesetzgeber auch saniert, aber da hat es auch einen Rechnungshofbericht gegeben, der zu demselben Problem gekommen ist. Die Problematik, die beim ORF besteht und die auch in der Öffentlichkeit immer wieder natürlich ein Thema ist, ist einfach, dass kein Sparwille gesehen wird. Und Leute für etwas bezahlen, das sie nicht konsumieren, und dann hätte auch die Möglichkeit, die Internetnutzung des ORF entsprechend zu regeln, wie Streamingdienste, Netflix etc. Man loggt sich ein, zahlt einen gewissen Beitrag und kann ORF online genießen. Das wäre die sauberste und auch gerechte Lösung. Ich weiß nicht, ob man Angst davor gehabt hat, dass es niemand macht. Ne? Keine Ahnung. Apropos nicht konsumieren, Sie haben, wie wir uns davor telefonisch unterhalten haben, gesagt, einige Kunden sprechen hier mit Ihnen. Die haben unter anderem ja Ihnen das auch nahegelegt. Bitte machen Sie was in unserem Namen. Ja? Was sind das so die Meldungen, die Sie von denen bekommen? Meist sehr emotional. Also ich glaube auch, dass das Thema grundsätzlich vielleicht polarisiert. Sie haben vorher erwähnt, es gibt einige Leute, die das sogar befürworten. Ich habe diese Leute weder in meinem privaten Umfeld und natürlich auch berufsbedingt habe ich mit diesen Befürwortern nichts zu tun, weil die würden sich bei uns ja nicht melden. Aber das, was wir hören, ist einfach untragbar, auch in Bezug auf die Qualität, auch in Bezug auf die Geschichte, dass ja, glaube ich, das wird vielleicht der Doktor noch ausführen, die Gebühr auch jährlich inkassiert werden kann. Es ist ja auch vielleicht ein bisschen Unterschied, ob ich jetzt monatlich, sage ich mal, 15, 20 Euro entrichte oder auf einen Schlag 250 Euro bezahlen muss. Also wir haben durch die Bank nur negative Feedbacks zu diesem Thema. Für uns gut. Hoffentlich erreichen wir auch das, was wir erreichen wollen. Bleiben wir vielleicht eben nochmal bei dem Thema, wir haben es ja davor schon angeschnitten. Innerhalb 14 Tagen kommt ein Zahlschein raus, den muss man eben auch begleichen eigentlich. Genau. Außer man lässt das Geld einziehen. Also wenn ein Einzug mehr oder weniger dann kann man gestartet in 3 oder 4 Raten bezahlen, so genau. Ist derzeit die gesetzliche Regelung. Was sagen Sie dazu? Hat das einen bestimmten Grund, dass das dann nach Einzug schon eher möglich ist oder nicht? Oder was sagen Sie allgemein zu dieser Zahlung? Der Grund ist eigentlich nur der, dass die GIS sich durch einen entsprechenden Einzugsauftrag natürlich viel Arbeit erspart. Ist klar. Wenn ich das quartalsweise einziehe, habe ich damit im Prinzip keine Arbeit. Online-Buchhaltung etc. etc. Wenn ich es mir vorschreiben lasse und dagegen einen Bescheid beantrage und sage, ich möchte einen Bescheid haben und den beim Bundesverwaltungsgerichtshof anfechte, dann wird viel Arbeit auf den ORF bzw. auf die GIS zukommen. Weil die GIS ist jene Behörde, die den Bescheid erlässt. Das heißt, sie ist auch dort Partei und muss auch dort anwesend sein bei der Verhandlung. Und wie gesagt, wenn das Hunderttausende machen, wird einmal 100.000 Mal keine GIS-Gebühr
oder wie es jetzt heißt, ORF-Beitrag bezahlt. Mhm. Und die GIS bekommt für die Einhebung der Gebühren 2,2%. Das ist bei einer Summe von 700 oder 740 Millionen Euro 16 Millionen Euro. Ist aber gleichzeitig berechtigt, ein Inkassobüro zu beauftragen, was den Kunden wiederum belastet. Also diese Regelung ist wirklich problematisch. Mhm. Jetzt muss man sagen, wenn man sich früher auch in der österreichischen Bevölkerung umgehört hat, viele hatten immer Angst, man zieht um, bald klingelt es, oder? Da haben viele gesagt, nicht die Tür öffnen, haben manche tatsächlich so gemacht. Sagen Sie jetzt, dass die Meinung mehr oder weniger diesbezüglich nicht besser geworden ist, ja? Aber gehen wir vielleicht noch darauf ein, dass halt die Lage sich jetzt dennoch verschärft hat, weil Österreich einfach aktuell wirklich keiner wirtschaftlich guten Lage ist. Wie sehen Sie das Ganze vielleicht auch, auch wenn Sie mit Mitarbeitern sprechen oder Co., ja, wie viele haben denn Probleme aufgrund der Inflation, dass sie sagen, meine Wohnung steigt und Co., das auch noch aufzuwenden, das ist halt echt schon schwierig. Ja, also kann man damit einem klaren Ja beantworten. Es gibt auch tagtäglich Mails, die uns erreichen, wo eben auch Kunden wirklich ihre Existenz offenlegen und auch ihre Existenzangst offenlegen und teilweise wirklich nicht mehr weiter wissen, vor allem dann, wenn das Geld auf einmal abgebucht werden sollte, also auf einmal bezahlt werden sollte, gefordert werden sollte. Es gibt hier auch ein symptomatisch, um Ihre Frage zu beantworten, ein Mail, das jetzt der Herr Felfernick vor sich hat. Ich glaube, das beantwortet das wirklich sehr, sehr gut. Das hört man natürlich jetzt. Also mir hat heute ein Nicht-Mandant geschrieben, offensichtlich aufgrund der medialen Aufbereitung dieses Themas, und hat gemeint, er ist im zweiten Lehrjahr, hat sich mit seiner Freundin eine kleine Wohnung genommen, seine Freundin besucht noch die Schule, er hat ein monatliches Einkommen von 1.000 Euro, er hat keinen Fernseher, nicht weil er nicht schauen will, sondern weil er sich es nicht leisten kann, ja, und wird jetzt zu einer Gebühr verpflichtet, die er einfach nicht versteht. Mhm. Einfach nicht versteht. Oder wir können das auch an das Beispiel vielleicht bringen, ASFINAG. Es wird klar sein, der österreichischen Bevölkerung ist klar, wir haben ein Interesse an einer Straßeninfrastruktur, die in Ordnung ist, die ausgebaut wird. Da wird es wahrscheinlich einhellig, mit Ausnahme der Grünen wahrscheinlich, eine einhellige Meinung geben, dass wir das brauchen. Es kommt niemand auf die Idee, jemanden eine Mautgebühr zu verrechnen, der keinen Führerschein hat oder kein Auto oder nicht auf der Autobahn fährt. Und beim ORF soll das nicht gehen? Mhm. Das einzige Problem, was man da hat, ist, man ist in Österreich hauptgemeldet, nicht? Ja. Das ist das Problem. Das ist der Anknüpfungspunkt. Aber kein Auto zu besitzen, keinen Führerschein zu haben und dem ein Pickerl zahlen zu müssen, eine Vignette, da würde wahrscheinlich die Bevölkerung auch zu Recht aufschreien. Mhm. Schuster, was finden Sie, macht das überhaupt, wenn man auf die Politik blickt, prinzipiell, die ja da sehr mitverantwortlich ist eben für dieses Gesetz? Nächsten Wahlen kommen natürlich, ja, nächstes Jahr ist auch ein großes Thema. Sagen Sie, das hat auch viele dazu bewegt, zu sagen, da habe ich kein Verständnis, oder Sie mehr zu anderen Parteien vielleicht gebracht, die das... Es gab ja in der Vergangenheit mehrere Themen, die uns teilweise 2-3 Jahre beschäftigt haben, dass ja sehr oft dann einer politischen Richtung extrem einen Turbo gebracht hat. Ich denke, dass das Thema mit der Haushaltsabgabe auch sehr wohl wieder diesem Lager zuzuordnen ist und auch dementsprechend bei den Nationalratswahlen, ich glaube Oktober nächsten Jahres, man auch hier noch einmal einen weiteren Turbo sehen wird. Ja. Wobei ich glaube, dass die Regierung oder formal natürlich der Nationalrat das nicht freiwillig jetzt beschlossen hat, ein Jahr vor der Wahl. Ja. Das ist schon dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes geschuldet, der natürlich eine entsprechende Übergangsfrist vereinbart hat und der Gesetzgeber muss nachziehen, sonst habe ich einen gesetzeslosen Zustand. Also wenn man es wahrscheinlich, ich will niemandem was unterstellen, aber wenn man es sich aussuchen hätte können, hätte man vielleicht einen anderen Termin genommen für die Gebühren. Mhm. Gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf das Thema generelle Sammelklage ein. Wir haben es am Anfang schon mal erwähnt. Wenn man das jetzt sieht und jetzt sagt, okay, ich würde mich da gerne anschließen, ja, ich möchte das auch nicht oder ich würde gerne hoffen, dass das irgendwie nicht so geschieht, ja, was macht man dann und wie setzen Sie sich da genau eben ein? Prinzipiell ja eigentlich übernehmen Sie ja auch dann die Prozesskosten, oder? Ist das richtig? Korrekt, korrekt. Also grundsätzlich ist so, bei Interesse kann man sich dann über unsere Webseite lva24.com dementsprechend registrieren und sein Interesse damit bekunden. Unsere Dienstleistung ist kostenfrei, das heißt, wir prüfen das und wie es dann juristisch weitergeht, nämlich wir sammeln jetzt mal auf jeden Fall bis Ende des Jahres
die Interessenten. Und danach werden wir dann eben den einen oder anderen Fall, und da ist vielleicht jetzt doch besser, dass du den rechtlichen Schritt vielleicht kurz erklärst, aber wir sind als LVA 24 zuständig, dass wir die ganze Dienstleistung bereitstellen und dementsprechend aufbereiten. Also ich habe als Staatsbürger die Möglichkeit, jedes Gesetz beim Verfassungsgerichtshof einer Überprüfung zu unterziehen. Mit der Einschränkung, es muss mich unmittelbar betreffen und es muss ein Umweg über ein Verwaltungsverfahren nicht möglich sein. Das wird in diesem Fall natürlich das größte Problem sein oder das Problem, das zu lösen ist, habe ich eine unmittelbare Betroffenheit. Mhm. Weil man kann natürlich argumentieren, durch den Bescheid, durch die Möglichkeit, den Bescheid beim Bundesverwaltungsgericht anzufechten, kommst du auch zum Verfassungsgerichtshof. Zuerst wird versucht, eine sogenannte Individualbeschwerde für Gießkunden, Nicht-Gießkunden, je nachdem. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden wahrscheinlich einzelne Fälle, die zum Bundesverwaltungsgericht gehen, ebenso vertreten und dann auf diesem Weg zum Verfassungsgerichtshof. Mhm. Abschließend noch die Frage, für wie realistisch sehen Sie, dass es tatsächlich so weit kommt, dass man das Ganze stoppen kann? Und nochmal ganz kurz die Frage, und was kommt eben dann? Nochmal kurz erklärt, Sie haben es eh schon davor angeschnitten. Was sagen Sie, wie viel Prozent geben Sie dem Ganzen? Glauben Sie, ist es realistisch? Als Nicht-Jurist kann ich diese Frage logischerweise nicht beantworten. Ja, aber ja. So im Gespräch. Ich hoffe sehr im Interesse der Bevölkerung, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat. Das wünschen wir uns wirklich sehr. Und wir können nur als Vertriebsorganisation dementsprechend auch ein bisschen mit der Öffentlichkeit Kontakt aufnehmen, schauen, dass sich möglichst viele Leute registrieren, damit wir hier eine gewisse Schlagzahl haben. Die juristischen Perspektiven werden hier erläutert. Also, schauen Sie, der Verfassungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung ja nur ausgeführt, dass die gänzliche Ausnahme der Internetnutzung aus der OF-Gebühr oder aus der GIS-Gebühr nicht verfassungskonform ist. Er hat aber auch ausdrücklich gesagt, der Gesetzgeber ist verhalten, eine differenzierte Lösung für den Internetzugang zu finden. Und das Drüberstülpen einer Haushaltsabgabe quasi an jeden, der in Österreich gemeldet ist, ist keine differenzierte Ausgestaltung. Das heißt, ganz abschließend noch von einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 sehr wahrscheinlich ist, dass man das noch abwenden kann, was glauben Sie? Wir haben alle keine Glaskugel, aber mein Job ist nicht glauben, sondern... Schade. Aber das heißt, wir sind dennoch sehr optimistisch, oder? Sie gehen optimistisch an die Sache ran und dann schauen wir mal, was passiert. Perfekt, dann vielen lieben Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir sind ja gespannt. Wir werden ja hören, wie das Ganze dann vonstatten geht und wie viele Zuschriften Sie dann auch bekommen. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen jetzt noch einen weiteren guten Abend.